die Biografie des Philosophen und Ökonomen Leopold Coin wird gestiftet von Christian Vötter aus Salzburg für das 99 Books House. Warum denkst du, dass dieses Buch die Welt verändern könnte? Also die Welt wird es vielleicht nicht ganz verändern, aber es wird Anregungen dazu geben. Es ist nämlich so, dass Leopold Coin eigentlich immer gesagt hat, im Kleinen kann man sehr viele Dinge lösen. Und er zeigt das ja auch auf. Man kann ein kleines Haus bauen und man muss halt einfach seine Freunde fragen, die einfach mithelfen. Ganz wichtig ist für Coin immer, dass man es selber tut. Dass man mit seinen beiden Händen die Arbeit macht, man aber auch in diesen Häusern oder diese Wohnungen, die man baut, dass man da feiert, dass man da Freunde einlädt. Am liebsten war Coin Whisky und Crackers. Coin hat auch immer so kleine akademische Wirtshäuser organisiert, wo sich vom Bauern bis zum Wissenschaftler die Menschen getroffen haben. Und durch dieses Zusammendiskutieren, Reden, hat man ja oft Probleme, die in einem Dorf entstanden sind, schon vorweg ausgesprochen. Leopold Coin war Jude, ist ausgewandert aus Europa, aus Österreich, nach New York, hat in Puerto Rico seine Spuren hinterlassen und in Amerika ist er gefeiert, hier in Europa noch relativ unbekannt, hat hier aber Nico Pech und viele andere stark beeinflusst. Was hat er denn mit dir gemacht? Wie hat sich dein Leben verändert durch Leopold Coin? Also mein Leben hat sich erstens verändert, dass ich Coin anfangs gar nicht so verstanden habe, was er mit seinem Kleinsein meinte. Ich bin ja aufgewachsen in einer Welt, die ständig wächst. Und Coin hat mir eigentlich das Schöne und das Kleine im dezentralen Raum gemacht. Er hat mich verändert, dass ich meine Arbeit versuche, nach seiner Philosophie zu gestalten. Das heißt, ich lebe in einem kleinen Dorf mit ca. 2000 Einwohnern. Wir haben einen kleinen Bauernhof, wo wir Selbstversorgung betreiben. Wir organisieren Kulturveranstaltungen, Workshops und Seminare, wo wir Themen, die Leopold Coin so geprägt hat, einfach umsetzen versuchen. Ich kann nochmal die Rückseite. Was gibt es da zu lesen? Die Biografie Leopold Coins, alternativer Nobelpreisträger und Vordenker der heutigen Bewegung für Ökologie und regionale Eigenständigkeit, gestiftet von Christian Vötter, auch Mitbegründer von der Leopold Coin Akademie. Vielen, vielen Dank für dieses Buch, lieber Christian. Ja, ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen.